Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es eine Premiere für mich, nämlich eine Sonderepisode unter dem Thema Pick My Sub. Ist so ein bisschen gedenglischt, sage ich jetzt mal, weil Stapel ungelesener Bücher Sub ist ja eigentlich Deutsch. Pick My TBR müsste es wahrscheinlich heißen oder My Next Read. Aber wie dem auch sei, ich habe komplett nicht gewusst, was ich diesen Monat als Sonderepisode machen soll und habe dann über Instagram abgefragt, was ihr mir für den nächsten Monat auf die Leseliste wählt. Das heißt, ich habe also für Mai gefragt, 4 Bücher genannt und dann gesagt, welches dieser 4 Bücher soll ich unbedingt im Mai lesen? Und die Wahl ist gefallen eurerseits auf Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Da lese ich euch gleich mal den Klappentext von vor, damit ihr wisst, worum es da geht. Im Gegenzug habe ich allerdings tatsächlich auch euch aufgefordert, mir ja Bilder oder auch Links zu Goodreads oder Lovely Books Listen von eurem Sub eben zukommen zu lassen. Und aus diesen Einsendungen, die jetzt auch ein paar Leute betroffen haben, habe ich dann entsprechend ein Buch gewählt. Und ich bin da auch ein bisschen zeitlich großzügiger, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr könnt und es schafft, könnt ihr gerne das Buch im Mai lesen, was ich jetzt ausgewählt habe. Ansonsten wäre es für mich auch völlig in Ordnung, wenn ihr das einfach innerhalb der nächsten 3 Monate dann einfach lest. Und jetzt gehe ich einmal auf mein Buch quasi ein und dann starten wir mit der Auslosung. Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera habe ich als wunderschöne Hardcover-Ausgabe, also gebundenes Buch mit einem Farbschnitt und habe auch schon richtig, richtig viel Gutes darüber gehört. Deswegen freue ich mich sehr, dass das jetzt der Gewinner geworden ist. Und darum geht's. Was wäre, wenn dein Schicksal bei dir anklopft, um dich vor deinem bevorstehenden Tod zu warnen? Am 5. September, kurz nach Mitternacht, bekommen Matteo und Rufus einen solchen Anruf. Von den Todesboten, die die undankbare Aufgabe haben, ihnen die schlechten Neuigkeiten zu überbringen. Sie werden heute sterben. Noch kennen sich die beiden nicht, doch aus unterschiedlichen Gründen beschließen sie, an ihrem letzten Tag einen neuen Freund zu finden. Die gute Nachricht lautet, dass es dafür eine App gibt. Sie heißt Letzte Freunde und durch sie werden sich Rufus und Matteo begegnen, um ein letztes großes Abenteuer zu erleben und um gemeinsam ein ganzes Leben an einem einzigen Tag zu verbringen. Ich glaube, das ist totales Tränenmaterial. So, wir starten mit Sascha. Du bist der einzige Mann in der Runde. Insofern habe ich es mir jetzt gespart, hier die ganzen Nachnamen und so weiter mit reinzunehmen. Du hast mir sowohl einen Print als auch einen E-Book-Sub als Bilder zugeschickt und hast gesagt, dass du beide parallel immer liest, also jeweils eins, und dass ich deswegen auch 2 Bücher für dich auswählen soll, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe. Und ich muss sagen, bei deinen Büchern hatte ich am wenigsten in Anführungsstrichen Überschneidung zu meinem Leseverhalten. Ich kannte nicht ganz so viele von denen, ein paar schon, so American Psycho kannte ich, habe ich aber selber noch nicht gelesen, aber es ist mir zumindest ein Begriff. Von William Faulkner habe ich auch noch nichts gelesen, ist mir aber auch ein Begriff, also es ist ja vielleicht so ein bisschen eher die Klassikerrichtung. Ansonsten waren von Ian McEwan 2 Bücher mit drauf und sehr viele Thriller und Krimis auf dem E-Book-Sub. Und ich bin mal davon zurückgetreten, dir Faust oder H.G. Wells gesammelte Werke aufs Auge zu drücken. Stattdessen habe ich dir jetzt folgende beiden Bücher rausgesucht. Einmal Kindeswohl von Ian McEwan, denn darüber habe ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört und ich würde mich wahnsinnig interessieren dafür, wie es dir so gefällt und ob das was für dich ist. Und vielleicht hättest du dazu ja auch relativ spät gegriffen, das kann ich jetzt gerade nicht so richtig beurteilen. Jedenfalls ist das meine Auswahl für dich vom Print-Sub und von den E-Book-Subs. Ich komme aus Hameln, da ist mir ein Titel sofort ins Auge gestochen und das war Der Rattenfänger bzw. Nur Rattenfänger von Oliver Moros. Und hier werde ich auch jeweils mal die Klappentexte vorlesen. Von Kindeswohl. Scheidungen, Sorgerecht, Fragen des Kindeswohls. Das ist das Spezialgebiet der Richterin Fiona May. In ihrer eigenen, kinderlosen Ehe ist sie seit über 30 Jahren glücklich. Bis zu dem Tag, als ihr Mann ihr einen schockierenden Vorschlag unterbreitet und ihr ein dringlicher Gerichtsfall vorgelegt wird, in dem es für einen 17-jährigen Jungen um Leben und Tod geht. Rattenfänger, das ist übrigens aus einer Thriller-Reihe. Von Edel und Stein, das ist Kripo Berlin. Er entführt dein Kind, doch das ist erst der Anfang. Mitten am Tag wird die 6-jährige Franziska aus einer wohlhabenden Wohnsiedlung entführt, praktisch unter den Augen ihrer Mutter. Der Entführer fördert Lösegeld und dass ihm dieses von der Mutter persönlich überbracht wird. Seine Drohung, wenn die Eltern die Polizei hinzuziehen, stirbt ihr Kind. Einen Tag später taucht das Mädchen wieder auf und berichtet völlig verstört von einem Täter, der sie absichtlich wieder laufen ließ. Doch von der Mutter fehlt weiterhin jede Spur. Die perfiden Spiele eines Psychopathen führen die Ermittler Edel und Stein in ihrem 7. Fall an ihre Grenzen. Und tief in die menschlichen Abgründe eines echten menschlichen Monsters. Inspiriert von einem wahren Fall. Das finde ich wiederum sehr spannend. Und ich habe gesehen, dass du noch weitere Bände aus dieser Reihe auch auf dem Sub hast. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht komplett vorgreife und jetzt erst noch irgendwie 5 andere davon lesen muss, damit du Nummer 7 quasi in der richtigen Reihenfolge lesen musst. Aber wenn dem so ist, dann ist dem so. Dann hast du 3 Monate Zeit dafür.
Als nächstes habe ich etwas für Tina ausgewählt. Sie hatte mir ja vorab eine Liste zukommen lassen mit, ich sag mal so, 10 ihrer Favoriten. Und aus denen habe ich mich dann jetzt bedient. Das fiel mir auch gar nicht so einfach, weil hier so ein paar Titel drauf waren, die ich irgendwie spannend fand. Zum Beispiel Eva Völler, Zeitenzauber, Die magische Gondel. Das habe ich nämlich auch dieses Jahr erst gelesen und fand das sehr unterhaltsam und kurzweilig. Agatha Christie geht auch immer. Das war jetzt Karibische Affäre beispielsweise. Ava Reed ist auch immer ganz gut. Und worauf meine Wahl jetzt schlussendlich gefallen ist, ist Mein Sommer auf dem Mond von Adriana Popescu, denn ich glaube, das ist was fürs Herz, das ist gut geschrieben, unterhaltsam, also insofern hoffe ich, dass es die richtige Wahl für dich ist und dass dir das Buch sehr gut gefällt. Hier kommt auf jeden Fall die Inhaltsangabe. Cooler Sportler, niedliche Träumerin, lässiger Underdog und freche Sprücheklopferin. Alles nur Fassade. Und die müssen Fritzi, Bastian, Tim und Sarah aufgeben, als sie mit ihren tiefsten Geheimnissen im Therapiezentrum auf Rügen landen. Einen lebensverändernden Sommer lang werden die vier vom Schicksal zusammengewürfelt und ordentlich durchgeschüttelt. Dabei wachsen sie über sich hinaus, finden ihr wahres Selbst, großen Mut und entdecken die erste wahre Liebe. Würde ich auch gerne nochmal eines Tages lesen und bin sehr gespannt, wie du es findest. Dann haben sich zwei Julias bei mir gemeldet und ich fange jetzt erstmal mit Frau Pleatsch an. Das fiel mir so, so schwer, weil ich sehr viele von diesen Titeln entweder selber gelesen habe oder selber gerne lesen möchte. Und ich muss sagen, der Lesegeschmack ist sich schon sehr ähnlich von uns beiden, glaube ich. Da ist mir zum Beispiel ins Auge gestochen Dark Canopy und Dark Destiny von Jennifer Benkow. Da hatte ich ja auch den ersten Teil zumindest, den fand ich ziemlich krass. Den habe ich relativ frisch gelesen. Würde mich natürlich total interessieren, was du davon so hältst. Ich glaube, Juwel von Amy Ewing wäre auch etwas, was ziemlich locker leicht wäre. Dann habe ich hier noch Unsterblich Tor der Dämmerung von Julie Kagawa. Das war auch sehr gut geschrieben. Der Schwarze Thron von Kendara Blake, Die 13. Fee und so weiter und so fort. Also ich habe hier relativ viele Bücher gesehen, die ich auch kenne und habe mich schlussendlich, es war wirklich schwer bei dir, muss ich sagen, habe mich schlussendlich für folgendes Buch entschieden. Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan, weil das etwas mit Anspruch ist, glaube ich. Und etwas, wo man ganz, ganz viel auch drüber nachdenkt, gerade als Mutter. Ich weiß, dass du Mama bist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das sowohl spannend ist, als auch sehr zum Nachdenken anregt und ja, guten Gesprächsstoff vielleicht auch liefert. Und bin super gespannt, wie du es findest, was du davon hältst. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und darum geht's. Wie, fragt sich die ermittelnde Polizeibeamtin Clara, soll man einen Verdächtigen ausmachen bei einem vermissten Kind, das tausende Menschen kennen und mehrfach täglich sehen? Schnell begreift sie, dass ihre Ermittlungsmethoden in der virtuellen Welt vollkommen nutzlos sind. Einer Welt, von der sie bis zu diesem Fall so gut wie nichts wusste. Ihre Arbeit findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und auch privat ist sie eine zurückgezogene Frau. Schon immer konnte sie mit ihrem Alleinsein umgehen. Melanie dagegen kann ohne die Aufmerksamkeit ihrer Follower nicht leben. Alles, was sie ist und was sie erreicht hat, verdankt sie dem Netz. Nicht einen Moment kommt ihr der Gedanke, ihre Tochter könnte dieses Leben nicht lieben, könnte sich vielmehr danach sehen, ein unbekanntes Mädchen zu sein. Den Vorwurf der Ausbeutung ihrer Kinder weist Melanie verletzt von sich. Und doch wird sie Jahre nach Kimis Verschwinden genau dessen angeklagt. Dann habe ich von meiner Freundin Ramona auch ein Bild zugeschickt bekommen mit 11 Büchern zur Auswahl. Und das fiel mir auch sehr, sehr schwer, denn wir haben einen sehr ähnlichen Lesegeschmack und bestellen auch oft zusammen, zum Beispiel eben bei der Bücherbüchse oder Chest of Fandoms und wollen natürlich auch eventuell weitere Leserunden in diesem Jahr angehen. Und da schickte sie mir eben ein Bild, wo zum Beispiel Springstorm von Marie Grassoff drauf war, Mind Gap von Anne Freitag, das hatte ich ja auch relativ frisch gelesen, fand das echt gut. Hätte mich dann auch interessiert, was sie dazu so denkt und wie sie das so findet. Der mexikanische Fluch von Silvia Moreno Garcia, da würde ich allerdings sagen, also das ist für mich fast eher so ein bisschen in Richtung Halloween. Allerdings macht sie auch bei der Jahreschallenge mit im Lesegarten und da werden wir voraussichtlich von Mai bis einschließlich August in Amerika unterwegs sein und das wird sicherlich auch Süd-Mittelamerika und so weiter umfassen. Wenn wir da in Mexiko sind, würde ich das dann wahrscheinlich mitten in den Sommermonaten lesen, keine Ahnung. Oder auch The Block, aber das fand ich zu einfach. Das ist der zweite Teil aus der The Loop-Reihe und den ersten haben wir schon zusammen gelesen. Da fand ich das dann irgendwie ein bisschen zu einfach. Und deswegen habe ich mich jetzt schlussendlich entschieden für Stolen Time zwischen den Welten von Danielle Rawlings, weil ich finde, das hört sich knallermäßig von der Geschichte her an. Ich liebe Zeitreisengeschichten und es ist zwar der Auftakt einer anderen Reihe, also mal wieder etwas nicht weiterlesen, sondern neu anfangen, gut, aber hurra. Und es spricht mich einfach an. Also ich habe da einfach selber total Lust drauf, das zu lesen und dementsprechend können wir da sicherlich wieder gut eine Leserunde zu machen. Aus diesem Grund habe ich es gewählt. Ich hätte noch 1000 andere Sachen wählen können. Lupus Noctis, Silver and Poison, aber ich habe jetzt gedacht, nein, das ist eine super Sache und sonst würden wir da wahrscheinlich viel, viel später zugreifen, obwohl es in Amerika eben spielt. Und darum geht's. Sie kommt aus dem Jahr 1913, er aus dem Jahr 2077. Gemeinsam können sie die Zukunft retten.
oder zerstören. Seattle 1913. Auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe läuft die 16-jährige Dorothy dem Piloten Ash in die Arme und schleicht sich kurzerhand an Bord seines Flugzeugs. Was Dorothy nicht weiß, Ash ist ein Zeitreisender aus dem Jahr 2077 und kommt aus einer Zukunft, die durch Erdbeben und Flutkatastrophen vollkommen zerstört wurde. Eine kleine Gruppe von Zeitreisenden stellt sich dem Verfall entgegen und versucht, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Doch dafür müssen sie den Mann finden, der das Geheimnis des Zeitreisens gelüftet hat und nun verschwunden ist. Keiner ahnt, dass Dorothys Ankunft der Schlüssel zur Lösung aller Probleme sein könnte. Oder der Anfang vom Ende. Und ich hatte ja davon gesprochen, dass noch eine zweite Julia sich gemeldet hat. Und zwar in diesem Fall Julias Sammelsurium. Und auch du hast mir viele tolle Titel geschickt. Von Laura Kneidel, von John Boyne, von Katinka Engel. Und was ich auch sehr spannend fand auf deinem Sub, sind einige Bücher über Bücher oder übers Lesen. Zum Beispiel Bücher auf Rezept, Magie des Lesens oder auch The Reading List. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe mich jetzt schlussendlich für Broken Dolls, Er tötet ihre Seelen von James Carroll entschieden. Weil auch ich das noch auf meinem Stapel ungelesener Hörbücher liegen habe und irgendwie spricht es mich gar nicht mehr so sehr an und ich würde gerne wissen, ob das total das Knallerbuch ist und du sagst, lies es unbedingt, lies es bald oder ob du auch sagst, ich habe es gelesen, ich habe es für dich mitgelesen, brauchst du nicht nochmal zu greifen. Das würde mich tatsächlich in diesem Fall sehr interessieren. Ich weiß, es ist ein bisschen egoistisch, diese Auswahl in dem Fall, aber es interessiert mich wirklich, ob das gut ist, weil ich habe, glaube ich, sogar alle, also die beiden ersten Bände sozusagen davon auf dem Hörbuch-Sub, Broken Dolls und Watch Me. Und hier geht's um Folgendes. Er ist kein gewöhnlicher Ermittler. Jefferson Winter ist Profiler und der Sohn eines berüchtigten amerikanischen Serienmörders. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, grausame Täter wie seinen Vater zur Strecke zu bringen. Doch manchmal fragt er sich, ob er etwas von dessen dunkler Seite geerbt hat. Und ob das der Grund dafür ist, dass er sich so gut in sadistische Mörder hineinversetzen kann. Für einen besonders verstörenden Fall wird er nach England gerufen. Bereits 4 junge Frauen sind einem perfiden Täter in die Hände gefallen, der seine Opfer nicht tötet, sondern ihnen einen Teil des Gehirns entfernt, womit er ihr Leben faktisch vernichtet. Jetzt ist eine 5. Frau verschwunden. Jefferson muss und wird alles daran setzen, den Täter zu finden, bevor auch ihre Seele zerstört wird. Ich hoffe, du bist zufrieden mit der Auswahl, auch wenn meine Begründung jetzt vielleicht in dem Fall ein bisschen gemein ist. Aber ich finde, es hört sich durchaus interessant an und bin gespannt, ob das jetzt ein richtig, richtig toller Thriller ist oder ob das einer ist, wo du zu mir sagen kannst, brauchst du nicht unbedingt lesen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Das war meine kleine, aber feine Auswahl für meine Zuhörer. Wenn ihr Lust habt, da auch mal mitzumachen, dann ja, haltet die Augen bei Instagram offen. Wenn das gut ankommt, diese Folge, dann würde ich das absolut auch mal wiederholen. Und an alle, die teilgenommen haben und jetzt auch ein Buch rausgepickt bekommen haben, würde ich mich, wie gesagt, wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Vielleicht sobald ihr das Buch gelesen habt oder auch schon vorher, so als erste Wasserstandsmeldung, wie gut euch meine Auswahl gefällt und dann natürlich nachher, wie euch das Buch schlussendlich gefallen hat. Das war es erstmal von meiner Seite für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.